So, meine Lieben, kurze neue Idee. Ich habe hier so ein Stück alter Balken übrig von der Sanierung Turner Wirtshaus. Genau, habe schon mal ein Bett rausgebaut, habe mal ein Bücherregal rausgebaut, einen Couchtisch und jetzt, ich habe diesen Balken, ich finde die wunderschön, die Balken, so in meiner Küche stehen und habe immer so irgendwie meine Box da drauf stehen. Ja, finde ich aus irgendeinem Grund schön. Ich habe aber auch die ganze Zeit noch hier so meine Kopfhörer herumfahren. Die Kopfhörer brauche ich, wenn meine Kinder zu intensiv spielen. Dann ziehe ich die manchmal auf. Das liegt dann da irgendwo so rum. Dann meine ganzen Handykabel. Ich habe mir jetzt mal so ein kabelloses Ladegerät gekauft. Und meine Idee ist jetzt, das irgendwie da reinzusägen oder reinzufräsen. Alles so irgendwie in diesem Balken miteinander zu verbinden. Genau, ob das funktioniert, wie das funktioniert, weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, das Projekt entsteht jetzt so ein bisschen in den nächsten Stunden hier im Keller. Ihr könnt dabei sein, wenn ihr Interesse daran habt. Schaut euch den Trailer an und dann geht's los. So, bevor ich jetzt anfange, wer mir auf Insta folgt, hat gesehen, ich war letzte Woche in Hamburg. Da war ein Lidl-Event, eigentlich mit Conny Reimann zusammen, der leider wegen Flugzeug nicht dabei sein konnte. Ich musste zwei Sachen loswerden zu dem Event. Ja, einmal vielen Dank an alle YouTuber und Abonnenten, die dabei waren. Das war so ein unglaublich cooles Event, wie ich finde. Hammergut organisiert. Unglaublich nette YouTuber mit dabei. Wir haben so coole Sachen miteinander gebaut. Ich verlinke euch vielleicht mal die Videos von den anderen oder guck mal, ob ich die in die Videobeschreibung irgendwie packen kann. Es hat so Spaß gemacht, es war wie Klassenfahrt früher irgendwie. Also an der Stelle geht mein Dank wirklich an die YouTuber. Das war eine geile Aktion und wirklich auch mein Dank an Lidl, dass die das so cool organisiert haben. Es hat so viel Spaß gemacht, es war so eine geile Stimmung dabei. Wir haben da zusammen gewerkelt mit dem Werkzeug. Genau, das war richtig cool. Ja, das wollte ich mal vorab loswerden. Ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil es einfach ja, ein hammercooles Event war. So, jetzt schaue ich mir das Ding hier mal an. Auch dafür habe ich glaube hier hinten seht ihr, das ist mein Werkzeug, was ich von Lidl bekommen habe. Das darf nicht runterfallen. Genau, und hier habe ich so ein Multifunktionsgerät, Multifunktionstool, wo man verschiedene Aufsätze drauf machen kann. Und da kannst du eben so Sägeblätter draufpacken. Und mit denen möchte ich irgendwie jetzt die Form der Kopfhörer aussägen, damit man es irgendwie so draufstecken kann oder sowas. Das ist der Plan. Jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ich habe das jetzt mal hier mit einem Stift einfach angezeichnet, wie so der Kopfhörer später da drauf könnte. Jetzt gibt es da so verschiedene Aufsätze, also es gibt wirklich alles mit so Delta-Schleifer und Sägen und Fliesenabmachgeräte. Das ist so ein Sägeblatt. Ich habe aber noch extra Sägeblätter liefern lassen. Jetzt schauen wir uns mal das Multitool, wenn das so heißt, mal an. Also was ich, ja, also es geht über so einen Schnellspanner, wird das hier geöffnet. Ich kenne ein anderes, da fliegt hier was raus. Und dann wird es einfach. Oh. Eingesetzt. Und zugespannt. Okay. Akku, das sind so 20 Volt Akkus, mega viel Power, schwer. Also da steckt ordentlich was dahinter. Was ich ganz geil finde, du kannst alle Geräte mit dem gleichen Akkusystem verwenden. Das liebe ich, wenn du nicht ständig wechseln musst. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt hört er mich gleich nicht mehr. Probieren wir das mal aus, ob das da irgendwie reingeht. Okay, also der gerade Strich hier oben, der geht relativ einfach. Was schwierig ist, sind diese Kurven hier. Dafür ist das Blatt wahrscheinlich einfach zu groß. Nehme ich jetzt gleich mal das kleinere Blatt. Dann fand ich am Anfang ziemlich geil die Taschenlampe. Also kenne ich nicht, dass da eine Lampe ist. Allerdings frage ich mich ein bisschen, wo die hinleuchtet, weil die leuchtet irgendwie unter den Sägebereich. Ja, jetzt nehme ich mal das kleinere Blatt drauf. Was ich geil finde, ist, dass man kann nichts verlieren. Also es ist alles, das zieht es irgendwie ran, aber es geht nicht weg. Versteht ihr, was ich meine?
So, jetzt habe ich mal das viel dünnere draufgezogen. Wahrscheinlich ist es besser, um diese Kurven irgendwie nachempfinden zu können. Weil du kannst hier die Geschwindigkeiten schön einstellen. Auf jeden Fall viel geiler. Ich lege mir das Ding jetzt nur hin. Und dann geht es, glaube ich, richtig los hier. Vielleicht auch mal in die Werkbank einklemmen, gell? Geht auch. So, jetzt habe ich jetzt mal die erste Schicht. Also es geht besser, als ich dachte. Klar, wenn man so scharfe Stechbeitel hat, habe ich leider nicht, ich habe eine Stechbeitel, aber keine scharfen. Es ist eine Möglichkeit, das zusätzlich zu nutzen, aber dieses Sägeblatt gibt einfach die Form perfekt vor. Das heißt, du kannst es in der Seite einstechen, von der anderen Seite einstechen und dann mit dem Stechbeitel raushauen. Genau, man muss sich halt häppchenweise voranarbeiten, weil ja, du einfach, also ich hätte gerne die Tiefe, das Holz war so tief, das Sägeblatt geht so tief, also 3-4 Etappen muss man da machen, aber noch bin ich guter Dinge. So, ich habe jetzt den Akku einmal leer gearbeitet. Habe in der Zwischenzeit noch hier so ein bisschen mit der Fräse nachgeholfen, damit hier so die Ohrmuschel schön sauber rausgeht, hier auch. Es wird jetzt nachher nochmal geschliffen. Ich habe auch noch so einen Delta-Schleifer bekommen. Oder ich glaube, also auf das Ding kannst du auch einen Delta-Schleifer drauf machen. Dann habe ich noch einen anderen Schleifer, muss mal gucken, wie ich das dann nachher schön schleife. Ich will jetzt mal zeigen, was so ein bisschen, wie das jetzt mal so aussieht. So. Ach. Also. Ich weiß nicht, wenn man das noch schön schleift, nachher schön einölt, ist das schon sehr geil. Die Idee ist nach wie vor so, diese Box, ich glaube, die stelle ich ganz ehrlich, die stellt man einfach so drauf. Was soll ich da jetzt noch groß das einlassen oder sowas? Ich finde, das kann man so lassen. Aber mein Handy, auf dem ich jetzt mich gerade selber sehe, witzig, habe ich jetzt so während dem Sägen überlegt, dass ich das gerne so wie so hier reinstellen möchte. Dann steht es so da drin. Ne? Ich habe jetzt überlegt, ob man das so unten reinschiebt, aber irgendwie wäre das blöd, finde ich. Also meine neueste Idee ist, das so reinzustellen, so gekippt. Die Frage ist nur, das soll ja laden währenddessen. Das heißt, ich müsste das noch größere, das ist ein kleines bisschen staubig geworden, ich bin ganz bisschen staubig geworden. Das Größere müsste dann irgendwie so dahinter und dann muss das Ganze noch mit einem Stromkabel da drin verbunden werden. Ja, egal. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das machen will. Ich weiß nur, dass ich es machen will. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hin und zeichne mir das Handy mal hier drauf, wie ich das haben will. Und dann steche ich das wieder mit der Säge hier so ein bisschen aus. So, jetzt habe ich es mal angezeichnet. Da kann man das längere Blatt nehmen. So, ich zeige euch jetzt mal hier in der Nahaufnahme. Ich habe das jetzt hier so ausgefräst. Ich bin auch recht zufrieden damit, was das betrifft, dass man hier das Handy nachher so reinstellt. Ich finde das mega cool, ehrlich gesagt. Was ich nicht so ganz bedacht habe, ich hatte hier dieses Aufladeteil, was ich da reinmachen will, hatte ich ja so da drauf gehalten und habe gedacht so, oh cool, das passt ja genau zum Reinfräsen. Mein Problem ist aber, dass ich ja hier die Ohrmuscheln so tief eingefräst habe, dass ihr seht, dass hier die Wand zu dünn wird. Ich muss jetzt das eigentlich hier irgendwie so auffräsen, dass ich das von unten reinschieben kann, dass es dann so dahinter sitzt oder da reingefräst wird. Ich werde jetzt leider so fräsen müssen, dass die Ohrmuschel hier kleine Löcher bekommen. Ist jetzt nicht weiter schlimm, aber solche kleinen Details ärgern mich zumindest beim Bauen tierisch. So, zweiter Tag mittlerweile. Kurzes Projekt im Keller, wie immer, ihr kennt mich. Ja, hier seht ihr jetzt, habe ich Löcher reingefräst, rechts und links, weil es einfach zu eng geworden wäre. Finde ich aber gar nicht mehr so schlimm. Ich habe mir schon fast überlegt, ob ich das so hier sowieso locker fräsen soll. Ich weiß nicht, ob das Holz vielleicht so rissig an der Stelle ist. Ja, boah, mir hängt das Zeug überall.
So, jetzt lässt sich das Ding hier irgendwie reinfriemeln. Und zwar, hier ist das Stromkabel. Ich kann es jetzt hier so von oben reinschieben. So, dann kann man das da hinten ranstellen, um es ein bisschen sauberer nochmal fräsen. Und dann, ja, so, überall juckt's. Wo ist mein Handy? Hier ist mein Handy. So, jetzt nehmen wir das Handy und kann das dann so, hier habe ich eine Kerbe reingemacht. Hier habe ich jetzt für die Finger, ich hasse Sachen, die nicht praktisch sind. Seht ihr es? Ja, ich sehe. Kann mit dem Finger reingehen und das rausholen. So. Und dann da reinstellen, aufladen, Kopfhörer, wo seid ihr? Hier sind die Kopfhörer, rechts, links. So. Das sieht schon relativ geil aus. Jetzt muss ich gucken, was ich mit der Box hier oben mache. Jetzt muss ich hier von unten noch ein Loch durchbohren, mit einem Holzschrauber oder sonst irgendwas, damit ich das Ladegerät angeschlossen bekomme. Ja. Und dann mal gucken, was ich mit der Box hier oben mache. Jetzt muss ich Nase putzen, mir läuft das von diesem Staub alles. Huhuhu. Ich habe jetzt alles schön angeschliffen hier mit dem Delta-Schleifer, habe jetzt nur den verwendet. Geil, ja, ging super gut. Habe es einfach ein bisschen abgerundet, dass es sich schön anfühlt. Das Ganze wird jetzt noch abschließend mit dieser Leinöl-Finsternis, wie meine Freundin zu sagen pflegt, eingeölt. Genau, dann wird es verkabelt. Ich mache nachher noch schöne Bilder für euch oben vom Einsatzort. So sieht die Box da drauf aus. So die Kopfhörer. Ja, ist schon sehr nice. Und hier, warte ganz kurz. Das Handy hier habe ich jetzt extra noch so für die Finger zum Reinstellen. Ich finde, das muss alles auch, darf nicht nur stylo sein, sondern muss auch irgendwie alltagspraktisch sein. Genau, ich öle das jetzt fertig ein. Letzter Hinweis jetzt hier noch, genau, Werkzeug von Lidl ab Montag, 16.03. In den Läden zu kaufen. Ja, was ich wirklich geil finde, ist halt, dass es ein Akkusystem ist, 20 Volt für jede Maschine aus dieser 20 Volt Familie. Ja. Und ich verlinke das Ganze noch unten in der Videobeschreibung zum Online-Shop. Jo, dann bleibt dieses kreative Projekt, ja, wird fertiggestellt. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Habe noch ein paar Projekte im Hinterkopf. Jetzt müssen wir auch noch mal gucken, dass wir die nächsten Tage gut überstehen. Und dann, ja, ich wünsche euch eine sehr, 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 sehr gute, ruhige, entspannte Zeit dieser Tage. Macht's gut.